Aus Kunststoff gefertigt gibt es den Milo von Blue Lounge schon eine ganze Weile. In Weiß und Schwarz kann man da bestellen. Inzwischen haben die auch eine Aluminiumversion auf den Markt gebracht, also Solid Aluminium heißt das Ding. Wir gucken uns den mal kurz an. Das ist eigentlich so ein kleiner Standfuß. Oben kommt das iPhone ran, unten ist das so eine spezielle Nano-Beschichtung oder wie man das nennt. Unten das gleiche nochmal. Damit steht er fest auf einer glatten Oberfläche und hier kann man ein iPhone ranhängen. Wenn er das Ding neu kriegt, ja, ihr müsst hier so eine kleine Folie abpulen. Da steht, also ich hatte zumindest keine Anleitung in der Packung, war mir anfangs nicht sicher. Aber es ist ja sonst glatt und hält nicht. Deswegen einfach mal rumpopeln, bis die Folie dann da ist und auch abgeht. Und unten habe ich schon weggemacht. Wenn der so auf dem Tisch steht, oh, der hält. Ihr seht, das muss auch halten, weil ich will ja hier oben auch ein iPhone ranhängen können. Also ich muss es nicht mal anpressen, ich kann es ganz leicht hier ranlegen, zack, und das iPhone hält da dran. Und angeblich, also ich kann es jetzt nicht testen, weil ich das Ding jetzt gerade ein paar Tage hier habe, angeblich bleibt diese Fläche auch dauerhaft so haftbar. Es gibt, glaube ich, auch keine Reklamationen jetzt bei den alten Ständern, also es funktioniert offenbar recht gut. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, kleiner Live-Test, ich habe hier das iPhone dran, das hält wunderbar. Dennoch hält hier nicht jeder Dreck dran. Ich nehme hier gerade mal einen Hund, der liegt da unten zufällig, halte das Ding hier mal an sein Fell, guckt blöd, aber kein einziges Hundehaar dran oder ein kleines da unten, was sich aber gut wieder abwischen lässt. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Dreckfänger, das ist hier angenehm trocken und auch nur ganz leicht klebrig. Dennoch kann ich hier eine glatte Oberfläche wie das iPhone zum Beispiel jederzeit dranhängen. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Milo, iPhone-Ständer von Blue Lounge, passt fürs iPhone 5, passt aber auch fürs iPhone 4 oder 4S. Solange da hinten die Fläche irgendwo glatt ist, könnt ihr da eigentlich so gut wie alles ranhängen. Müsste eigentlich auch gehen, dass man sich den aufs Armaturenbrett im Auto stellt zum Beispiel, dass er da hält und dementsprechend hier ein iPhone drangeklebt werden kann. Alles weitere im Artikel auf iPhone.de.